bin die Jenny, ich bin die Naumburger Kräuterhexe, so sagt man. Wir gehen gemeinsam auf Kräuterwanderungen und entdecken entlang der Saale ganz viele Kräuter. Im Moment haben wir zwischen 50 und 70 Kräutern, die ich zeige und die wir bestimmen. Ja, das mit der Leidenschaft für Kräuter ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Ich bin Landkind, ich bin auf dem Dorf groß geworden und hatte so eine kleine verrückte Tante. Die ist mit mir in die Natur gezogen und hat mir das schon ein bisschen als Kind beigebracht, welche Kräuter man essen kann, welche man lieber stehen lässt. Irgendwann hat sich das dann alles ein bisschen vertieft. Ja, und demzufolge habe ich dann sehr viele Lehrbücher gewälzt, habe mir ganz viel beigebracht und habe viele Seminare besucht und so weiter, um die Dinge kennenzulernen, die einfach vor der Haustür wachsen und wie man die benutzt, wie man die anwendet und wie die auch schmecken. In der Küche. Das ist ganz wichtig.